Die internationale Prominenz liebt die Schweiz. So auch Lionel Richie, der diese Woche das Festival Zermatt Unplugged eröffnete. Er mag unsere Bescheidenheit und schätzt die Schweiz vor allem aus einem Grund. Die Luft ist so frisch. Was ich immer sage, wenn ich von Kalifornien weg bin, Luft, die ich nicht sehen kann, macht mich misstrauisch. Das ist schon fast zu frisch. Das ist echt zu frisch. Ein großer Schweiz-Fan ist auch seine Kollegin, die ehemalige ABBA-Sängerin Annifried Lüngstad. Sie lebt schon seit 14 Jahren in Zermatt. Ich war immer irgendwie ein Außenseiter. Und hier fühle ich mich am wohlsten. Es ist toll, hierher nach Zermatt nach Hause zu kommen. Ich habe auch versucht, in großen Städten zu leben, aber das passt mir nicht. Ich bin ein Naturmädchen.